Deines Verfluchungsbuch, was immer da noch? KMF-Reader. Mhm. Check, check, one, two. Paar Streichhölzer. Jo, hm? Henno, alles gut? Hör mal auf damit, wir haben darüber gesprochen. So, Freunde, also, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Phasmophobia hier. Was ist mit ihm los? Auf mit dem Kanal. Das gibt ein Intro. Ja, wir sind jetzt hier mit der Sülz unterwegs. Gnu ist auf dem Weg, wo auch immer hin. Die rennt einfach gegen die Wand. Ihr seht, es ist jetzt ein bisschen optisch ein bisschen anders. Ich bin jetzt nämlich hier in meinem neuen krassen Höllen-Setup unterwegs. Die Sülz ist immer noch am Start. Papo immer noch im Urlaub. Grüße gehen raus. Und ja. Die Jungs sind hier schon fleißig am Zocken. Bevor es jetzt aber losgeht, gibt es natürlich hier auch nochmal die Community-Aktivierung wie Actimel. Und da schauen wir direkt mal in die Kommentare rein. Seid ihr überhaupt da oder? Ja. Ja. Hört ihr das Radio nicht? Nee. Nee. Achso. Ja, ich dance übel ab. Ihr müsst das Radio checken, dann ballert durch die Musik. Ja, geil. Ja, ich schau mal jetzt hier in die Kommentare rein und zwar habe ich hier was gesehen zu meiner Schande von Alchimon87. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in letzter Zeit die Folge von Sülze mit DBD geskippt habe. Da es für mich auf Dauer ziemlich eintönig ist, war die Folgen mit dem großen Fuß waren und sind für mich einfach nur Ehre, haben mal wieder richtig süchtig gemacht und wenn es auch wenn es im Prinzip sehr ähnlich zu DBD ist. Ja, wir haben ja jetzt mit Phasmophobia diese Woche wieder was anderes. Wir können natürlich mal schauen, was sich so anbietet. Wir haben natürlich, wir sind stetig auf der Suche natürlich nach anderen Dingern und Dingen. Und dann schauen wir mal in den Tweet rein. Unter dem Hashtag Sülze haben sich wieder tolle Sachen verborgen. Es ist leider im Querformat. Sterzig, lies doch mal vor, was wir dazu so finden haben hier. Muss ich jetzt irgendwie meinen Kopf hier drehen erstmal oder was? Ja, wahrscheinlich. Oh, Flütenbüchlein für kleine Leute. 40 Volks- und Kinderlieder, Volkstänze und leichte Stücke der alten Meister und Klassiker. Für zwei Sopranblockflöten. Herausgegeben von Fritz Kuschinski, Mensch. Ja, so, ne, das ist Flötenbuch. Ist das dein Papi? Ja, das, ich weiß nicht, ich kenne meinen Vater nicht, vielleicht ist das wirklich. Aber das fand ich ganz witzig. Weil sonst haben wir immer Sachen gefunden mit Sülze und in Sülze, es gab auch irgendwie Leute, die wirklich so richtig Sülze beschrieben haben, wie sie es essen. Aber da fand ich jetzt mal mit dem Kuschinski, es war nett, ne? War ganz nett. Ja, das sieht man nicht alle Tage, bin ich ehrlich. Bin so. Ich early, ne? Ja, wir haben ja damals schon mit Sterzig und Max haben wir schon herausragende Phasmophobia-Folgen damals hochgeladen. Damals war Papo dabei. Jetzt heute ist die Profi-Gnu am Start. Bist du hier fertig mit der Wand? Oder? Also ich warte eigentlich darauf, was für eine Map du möchtest. Du möchtest diese dir jetzt vorstellen, welche wir auswählen können. Ja, ich hätte nämlich gesagt, wir machen so diese Schule-Dinge nochmal, wenn es die gibt. Die Schule würde ich voll gerne spielen. Gerade nicht. Aber es gibt einmal Irrenhaus, es gibt Willow Street House, es ist eine neue Map, Willow Street ist neu. Mhm. Oh. Und es gibt noch das Roadhouse, also ich finde Willow nicht schlecht. Was ja, dann nehmen wir das. Die Map klingt cool. Dann nehmen wir das. Geil. Okay. So, ich muss jetzt auch erstmal wieder... Wir müssen investigieren, ne? Ich bin pleite wegen euch. In der gesamten Woche bin ich immer verreckt. Das ist, gut zusammengefasst. Ja. Aber ich hoffe mal, dass ich heute ein bisschen länger überlebe. Mal gucken. Also ich kann nichts mehr beitragen, außer vier Taschenlampen. Sonst ist alles weg. Ja, ich habe ein bisschen Geld, habe ich. Also ich habe jetzt 312 Dollar. Kann ich da irgendwas Sinnvolles verkaufen? Vielleicht noch ein Stativ und eine Kamera? Stativ kriege ich noch mit, jo. So, und dann... Das wäre doch mal was. Kerze, Kruzifix, brauchen wir sowas noch, oder... Ich hab nichts. Starke Taschenlampe kann ich auch noch eine einpacken? Ja, da habe ich genug schon, da habe ich alle hinzu. Ja, gut. Fotoapparat oder Kamera? Kamera, Fotoapparat wäre beides gut. Okay, wo ist die Kamera dann. In der Dings? Ich sehe die. Kopfkamera, oder was? Nee, da müsste Videokamera irgendwo stehen. Ah ja. Eine reicht, oder was? Ja, ich würde sagen, damit können wir leben. Gut.
Ja, gut, da habe ich jetzt ausgegeben. Möchtest du noch sagen, was heute die Challenge ist, Kalle? Die Challenge ist, dass ich überlebe. Das ist, genau. Ja, das müssen wir erstmal hinkriegen. Gut, schauen wir mal, was da rumkommt, ne? So. Yes. Ihre Abfahrt. Hanno. 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 Hanno, mach einfach Leertaste. Drück einfach Leertaste, dann bist du direkt am Bord. Hanno ist weg. Leertaste. Warte mal, hat er sich versteckt? Alter. Oh, er ist im Schrank. Oh. Da ist er ja. Wie er da auch so richtig wartet, bis wir ihn finden. Weil mit den Geräuschen so. Eieiei, ja, Phasmophobia ist ja eigentlich ein sehr, sehr geiles Game. So, wir müssen mal immer hier wieder ein paar Viren anschauen. Ja, so. Einmal mit der Maus klicki, klicki, kann man hier schon mal so das drücki, drücki machen. Ja, super, ja, das funktioniert ja schon mal. Du wolltest mir ein paar Röhren davon holen. Mit denen hier. So. Gut, ich nehme mal hier mal so ein Taschenlamp mit. Hier, warte mal. Okay, Taschenlamp. So. Okay. Und den EMF-Reader nehme ich auch noch mit. Und unten ist die Heizung. Die Heizung, genau, die müssen wir irgendwie anmachen. Wie heißt denn der Dude hier? So, optionale Ziele. Denken Sie an, das geile Handy, was hat er aber. Paul Taylor. Paul Taylor heißt der. Gut. Habe Objekt ausgemacht, over. Gut. Okay. Denkt an, Kalle musste baden. So, Freunde, wer ist jetzt hier wirklich. Also, ich war hier noch nie. Also, warte mal, ich kann ja auch so reden, ne? So, ja, Rücke vor. Ich komme über rechts. Komm über Roger Set, Roger Set. Ich öffne. Fire in the hole, ich wiederhole. Fire in the hole. Nicht überhasten, over, genug bitte wieder rauskommen. Wir müssen erst noch die Garage überprüfen, over. So, ich werde jetzt einmal hier abhorchen, ob hier paranormale Schallisolatoren draußen vorkommen. Achtung. Ich höre ihn. Ruhe bitte! Ruhe! Entschuldigung. Oh lol. Ich höre ihn. Da drüben ist er. Er hat einen von uns angegriffen! Meldet! Oh mein Gott! Hol die Räucherstäbchen! Hol die Räucherstäbchen! Gut, Team, lass uns geschlossen ins Haus ziehen. Drin. Team, stopp, haben Statik verloren, müssen kurz warten, oben. Ja, wo ist er hin? Kalle, mein letztes Opfer. Oh, Störsen? Okay, Sir, bitte bleiben Sie hinten, während wir uns da umkümmern. Ja, na klar. VIP, Digga, kennst du von CSGO 1.0, ja, Digga? Ja, unnormal, ja. Wo ist meine Pistole? Psst. Ey, die Tür. So, Objekt gesichert. So, geh als erstes los. Ja, Stetzig, geht's dir gut, oder? Raum sichern. Gesichert! Gesichert! Ja. Stetzig! Ja, hier ist er! Ich hab ihn! Ah, nee. Warte mal hier, wo ist denn hier der wieder? Gut, so, ja. Nächster Raum. Stoßstange. Zugriff! Stetzig ist einfach nur mit der Legria hier unterwegs, Alter. Und Zugriff! Ja, stimmt. Gesichert! Gut. Sehr gut. Darf ich einen kleinen Einwand bringen, Sir? Ja, let's go. Ja, klar. Ja, so. Wir sollten schnell in den Keller gehen und die Heizung anmachen, umso länger wir uns in der Dunkelheit befinden. Ab in den Keller, Stetzig, ab in den Keller. Stetzig, kannst du mal antworten? Ruhe bewahren, Team, Ruhe bewahren. Hol ein Parabolmikro raus. Hallo, wir bleiben oben. 6 Grad, für 8 Grad. Okay, Keller, bitte bleiben. Ja, aber. Herr Kuschinski, bitte bleiben Sie auf dem Treppenaufgang. Ich bleibe auf dem Teppich, okay, ja. Treppenaufgang, du Affensohn. So. Ja. Stetzig, jetzt mach mal Meldung da, es reicht mir langsam. Wieso redet ihr nicht mit uns? Sehr gut, die Heizung ist an. Ich bin 8 dB. Bist du hier? Okay, gib uns ein Zeichen. Yo, Martin Taylor, Digga. Nee, Paul Taylor ist der. 4 Grad. Oh, sehr gut. Gib uns ein Zeichen. Oh, hier liegt ein Knochen. Wir müssen abfotografen und dann nehmen. Hat jemand eine Kamera? Leider nicht, Sir. Was ist denn mit Sterzig los? Warum talkt der nicht?
Ich weiß auch nicht. Ist das, der ist er besetzt? Ist der dumm? Vielleicht? Wo ist der überhaupt? Dass er dumm ist oder sowas? Stimmt. Wo ist denn Sterzig? Wo ist denn Sterzig? Ist er noch bei dir? Ja, ja, er ist bei uns, over. Jo, kannst du dem mal auf den Kopf hauen, dass er mal wieder mit uns redet? Gib uns ein Zeichen! So. Jasmin. Alter. Ja. So. Wie funktioniert dieses Ding? Parabol, du musst immer auf die Zahl achten und da, wo sie am höchsten ist, gehst du hin. Hört ihr mich wirklich? Gut. Du musst jetzt auch immer länger stehen bleiben, ja, damit es überhaupt über geht. Über Teamspeak, aber anscheinend hört ihr mich nicht mehr über ihn. Ja, das wir hören dich, nur die nicht, weil die ganz woanders waren. Nee, ich habe jetzt mehrmals vor ihm gestanden und ihn nicht gehört. Ja, wir hören dich. Also ich höre ihn nicht. Ich höre ihn wirklich nicht. Hä? Er redet hier die ganze Zeit. Ich höre ihn wirklich nicht. Dann drück mal Escape und dann kannst du seine Lautstärke einstellen. Ja, ist auf 100%. Vielleicht muss er nochmal rein und raus gehen. Manchmal liegt es. Störsen, geh nochmal kurz rein und raus aus dem Haus. Manchmal ein Bug. Gib uns ein Zeichen. Geist, so, gib uns ein Zeichen. Paul Taylor. Oh, hier ist wieder so ein Sack. So. Gib uns ein Zeichen. Ja, ich kriege hier einfach nichts rein. Ich kriege kein Signal. Gib uns ein Zeichen. Ja, ich geh nochmal, warte mal, wo ist denn der Ausgang zum Van? Ach, hier. Geist, gib uns ein Zeichen. Lass uns nochmal gucken. Stessi, ich höre dich leider gar nicht, es tut mir leid. Sonst kannst du dich ja entmuten, vielleicht. Ich kann nur übersetzen. Ja, oder so. So, also Paul Taylor. Ich soll dir sagen, du bist wunderschön. Ja, geil. Ich soll den EMF-Reader solchen finden. Also, vielleicht gibt's ja noch einen oben. Lassen Sie sich mit dem Team die Bezeuge eines geistigen Events werden. Kruzifix. Jo, haben wir kein Kruzifix? Ich glaube nicht. Oh, weia. Also, dieses Parabol ist ja übel Shit. Ich nehme das Geisterbuch. Was heißt das? Gut. Frau Gnu, sind Sie noch da oder ist das. Wo sind Sie denn? Ich bin im Keller, Sir. Hast du schon was gefunden oder was? Nein, noch nicht. Gib uns ein Zeichen. So, wir es sind wieder drin. Carlo, bitte bleiben. Ich bin wenn ihr ein Rauschen hört und nicht mehr. Oh, ich höre ein Rauschen. Oh, ich höre nichts mehr. Ruhig, bleiben Sie bitte hinter uns. Oh, Scheiße. Kuschinski. Oh, aus, WMF 4. Wir kommen nicht raus. Scheiße, hinter mir. Ich hoffe, mich. Ich hoffe, dich. Ah! Tür auf. Jo, den hat's erwischt, Kalle. Ich hab mich jetzt muted. Jo. Den hat's richtig erwischt, Kalle. Scheiße, oh, Bruder. Weia. Scheiße. Oh Mann. Ey, Frau Gnudrun, bitte kommen Sie raus! Frau Gnudrun, bitte rauskommen! Hat sie auch erwischt? Nein, ich weiß nicht. Aber wir dürfen nicht reden. Das macht alles so schlimm. Eieiei. Ja, was machen wir jetzt mit Hennos Leiche? Lassen wir die jetzt einfach verwesen dort? Oder ja, wir gucken da gleich mal nach. Aber letzten Endes. Jo. Ich habe jetzt WMF, EMF hatte ich nur 4, also, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, was ganz wichtig ist. Oder ich sag's euch gleich, wenn wir alle da sind. Oh, ihr spukt hier! Es spukt. Ich habe eine Anmerkung, Sir. Ja. Wenn der Geist handelt und wir das hier drücken und es rauscht, dann dürfen wir nicht mehr drücken, weil ansonsten killt es die Person, weil der Geist hört es rauschen. Matt? Aber was für ein Rauschen denn? In dem Moment. Der Geist handelt, rauscht doch das Walkie-Talkie. Und wenn ich zum Beispiel drin bin und ihr drin seid und ihr drückt B, dann hab ich Rauschen und dann findet der mich. Oh. Ah. Aber das ist leider gerade dann passiert, dass er gehandelt hat. Ja, aber den haben wir jetzt Hendo verloren. Das ist jetzt blöd gelaufen, ne, am Ende des Tages. Das er war hat so sich der, für dich geopfert, Mann. Ja, du hättest dich lieber opfern müssen, weil wir hören dich nicht, du Opfer. Mann. Ach komm. Lass uns Hendo einsammeln. Habt ihr den Geist schon geortet? So. Oh, Scheiße, ich habe hier gerade eine Flasche verloren. Gut. So, gut. Okay. Können wir Hendo noch einsammeln eigentlich? Oh. Guck mal, der hat nice Items.
Aber wo war denn der Geist? Wisst ihr, wo der gespawnt ist? Ja, hier hinten irgendwo. Okay. Ich mach kurz eine Herzmuskelmassage. Geist, gib uns ein Zeichen. So, jetzt wird hier auf diesem Gerät wird jetzt hier eine 2 angezeigt. Hier auf diesem... Parabol. Ich glaube, das Parabol ist gar nicht so wichtig, Sir. Wir brauchen jetzt ein EMF und ein Gefrierthermometer, Sir. Aha. Oh, oh, Fingerabdrücke. Oh, oh, oh. Oh, wo? Weia. Oh, hier hat es gerade gepiepst. Oh, sehr gut. Warte mal. Ist er jetzt hier drin? Ja, wahrscheinlich. Schreib mir das Buch! Ich hol mal vom Henno noch die Sachen. Jo. Ja, ich hab dir, wie gesagt, dieses komische Ding gefunden von dem. Okay, wir haben schon mal einen Beweis. Fingerabdrücke. Ja, EMF hatte ich tatsächlich, glaube ich, nur 4 gerade. Als. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hab was gehört. Ich geh raus. Oh. Hey, Frau Gnudrum, bitte folgen Sie uns. Er ist nur erschienen. Ja, oh, aber ich das... platziere. Oh, jetzt hat's gerauscht. Jetzt hat sie ein Problem. Oh. Yo. Was passiert? Yo, da was geht ab? Heute wieder Phasmo mit den Jungs und Mädels. Ja, Henno ist schon gestorben. Und nochmal geil. Gib dem Video ein Like. Und ja, die Gnu ist gerade noch im Haus. Wir gucken mal, ob sie noch lebt, nicht wahr? Yo, Gnu, lebst du noch? Er hat gerade dieses Kackgerät schon wieder gedrückt. Achso, ich glaube, die ist tot. Jo, scheint so. Ey, ich film für dich. Ja, Yo, welcome to my crib, nicht wahr? Mach mal die scheiß Taschenlampe aus, ey, ich seh nix. Genau. So, also, das ist meine Crib. Die ist voller Leichen, das ist unnormal geil. Wir haben noch nichts erreicht, was den Geist angeht, by the way. Mega schade. Wir haben, Fingerabdrücke, alles gut. Ich geh jetzt mal nach vorne. Komm, ja, wir könnten mal überlegen. Warte mal. Oh, ja, achso. Ja, hier, Gnu oder Henno, die schmeißen hier mit dem Topf. Es spukt nämlich in meinem Haus. Sterzig, wo bist du? Ich habe hier vorne die Kamera hingelegt. Gut, lass mal wieder rausgehen. Wir können mal ins Journal reinschreiben hier. Warte gut. Mal. Hast du hier schon eine Taschenlampe? Hast du, ne? Jo, ich komme, ich bin hinter dir. Ah, ist das hier wieder... Ist das hier wieder, ich sag mal, ne? Oh, hier, die schmeißen die wieder. Alter, kam Kessel. Jo, das muss kesseln, Alter. Well, so, ich guck mal ins Buch. So, was haben wir denn hier? Ah, okay, das ist ja ganz anders als früher. EMF, Beweise, Geisterbox. Achso, Beweise. Wir haben die Fingerabdrücke, ne? So. Ja, wir haben Fingerabdrücke, die habe ich schon eingetragen. Und jetzt was ist, wenn ich jetzt EMF, war das jetzt 4 oder 5? Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Ja, das ist jetzt die Frage. Es hat halt ordentlich ausgeschlagen. Das bedeutet, theoretisch, ist es ein Djinn, ein Goryeo oder ein Meiling, Allah? Das bedeutet, ach so. Aha. Also es müssen Dots können es noch sein? Ja, ich guck gerade, aber da passiert nichts. Geisterorb, ne? Ja, beides. Ich bin dran, aber ich hab da ja die Kamera platziert, eben noch fix. Ja. Aber da geht nichts. Ja, das ist scheiße, Digga. Ich verstehe das Buch nicht ganz, wie man das jetzt liest, richtig, ehrlich gesagt. Also das Buch legst du auf den Boden? Nee, hier dann... das Journal für die Geister, Digga. So, ja, ne? Weil ich habe jetzt 2 Beweise, habe ich hier eingetragen. Hier den EMF 5.0 und dann Fingerabdrücke. Ja, aber hatten wir EMF 5? Ja, das ist halt die Frage, ne? Also, ja, wenn wir jetzt wenn er jetzt ins Geisterbuch schreibt, dann ist das ein Meiling. So, wenn er Gefriertemperatur hat, ist es ein Djinn. Und wenn er Dots hat, dann ist es ein Goryeo. Ja, hey, verstehe ich. Genau, also Dots, Geisterbuch oder Gefriertemperatur. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Haben wir sowas denn hier? Nee. Was ist denn das hier unten? Also, das hier ist einfach nur eine Taschenlampe, glaube ich. Und das da ist, weiß ich nicht, genau. So, ich möchte die Scheiße weg. Was ist das denn hier für eine Taschenlampe? Ist das eine normale? Ich glaube, das ist eine normale, ja. Aber hier ist nochmal ein Geisterbuch. Ja, wir können jetzt nochmal nach einem Buch gucken.
Ja. Es kann halt auch immer noch sein, dass wir noch nicht den richtigen Raum gefunden haben. Bin ich early? Ja, ja, ja. War jetzt nur eine Vermutung. Aber Orb kann es sowieso nicht sein. Das Sie müssen mir jetzt hier sagen, was hier los ist. Also ja, wir gehen da jetzt nochmal rein. Ich lege da jetzt nochmal ein Buch auf den Teppich und wenn es nicht ist, dann raten wir. Ich habe auch die Schnauze voll. Wir haben jetzt hier schon zwei Leute verloren. Dann nimm dir nochmal so eine Pille und konsumier die. Ja, dann nehme ich mir noch eine. Warte mal, hier Buch weg, Pille rein. Ihre Abfahrt. So. So, ich gehe mal vor, ja. Schmack auf was. Mit meinem Label. Alter, Max, hör auf jetzt mit dem Scheiß, du. Lass mal Max in Ruhe, der Arme. Ach, der ist tot, der soll die Schnauze halten. Hier, liegt er drauf. Ich teabag den jetzt. So. Ey, ja, ist doch wahr. Was liegt denn hier noch im Topf? Wo war das denn jetzt? Hier hinten, ne? Jo. Aber hier liegt ja schon ein Buch. Ja, aber da hat er schon noch nicht reingeschrieben. Ich mach nochmal das. Oh, hier, warte mal, hier waren eine 2 grad. EMF, Junge. Ja, das ist ja nix, das ist ja nix. Ja, aber vorhin waren eine 4, aber vielleicht nur, weil er kurz erschienen ist, weißt du? Vielleicht ist EMF auch wirklich falsch. Oh. Oh. Ja, es ist nur 4. Es ist nur EMF 4. Ich beschütze dich. Ich beschütze dich. Ja, Verschwinde! Scheiße! Scheiße, Digga! Verschwinde! Ah! Ja! Oh! Ah! Mach die Tür auf, Junge. Ja, ja, scheiße ist das. Jetzt habe ich hier die Gadgets alle verkackt, Digga. Was ist das eigentlich für eine Milch hier? Ich kenne mich halt hier nicht aus. Ich bin auch einfach nur, ja. So, da fliegt erstmal ein Becherchen. Gut, jetzt gehe ich mal hier ins Journal rein. Es könnte auch komplette Scheiße sein. Es könnte auch kein EMF-Reader sein. Warte mal, dann kann es halt alles Mögliche sein, ne? Scheiße, Digga. Weil EMF war nur 5, war nur 4. Geisterbuch hat er auch nicht drin. Dann machen wir so. Guck mal, da können wir auch schon ausstehen. Ist es Banshee? Ah, Geisterbox machen wir auch mal weg. Banshee oder Handtuch? So. Geisterorb auch nicht. Achso, das müsste es dann sein. Und jetzt haben wir jetzt muss ich hier raten. Dots oder Gefriertemperatur? Hantu oder Banshee? Ja, Freunde, ich gehe jetzt mal für den Dots-Projektor. Vielleicht haben wir dann verkackt, aber dann ist es so. Ich gehe jetzt hier. Achso, ich muss jetzt einfach die Tür zumachen, ne? Oder was? Wie machen wir das? Machen wir hier den Laden dicht? So, Ihre Abfahrt. Und dann schauen wir mal, ob wir richtig liegen, nicht wahr? Ich hab keine Ahnung. So, fährt er jetzt, oder? So. So, der Geist war ein Gorjo. Ja, schön verkackt, Junge. Scheiße. Das habe ich aber nicht gehört. So. So. Das ja, wir haben das Ziel. Wir haben die Zielperson wieder in Sicherheit gebracht. Kommen Sie bitte mit, Herr Kuschinski. Ja. Bitte einmal in einen Atomschutzraum. Ihr lebt ja alle wieder, das ist ja der Hammer. Gut, dann. Ja, so. Spannender Security. So, ich mach ja. Die Luke. So, ja, das war eine weitere Folge. Geh nochmal raus. Das sah einfach bei mir so aus. Nee, warte. Sieht man mich? Ja, voll. Ein Stück zurück. So. So, ja, also, war eine weitere Runde Phasmo. Wir können auch alle in den Schrank, kommt alle rein, komm. Schön kuscheln. So, gönnt. Komm mal alle hier rein, so, zack. Weitere Runde Phasmo mit der Sülze. Ich hab gefurzt. Gnu ist im anderen Schrank. Ja, war jetzt. Alle sind gestorben, aber ich hab überlebt, ne? Endlich wieder Phasmo mit der Sülze. Ja, geile Challenge. Geht's weiter. Und wir sehen uns, ne? Tschüss!